Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir den Kreis der Schwelgerei abgeschlossen, dort jedes Monster geholt und auch direkt den Matador vernichtet. Und ja, wir können eigentlich direkt ins nächste Gebiet ziehen. Ich habe mal geguckt, ob irgendwer von den Kameraden, die wir neu dazu bekommen haben beim letzten Mal, eventuell für eine Synthese gut ist mit unserem aktuellen Team. Und tatsächlich sogar zwei Leute, wo wir in den Spezialkameraden rauskommen. Nämlich zum einen, ich muss hier gerade suchen. Die Felsenbombe könnten wir nämlich mit unserem Kestro kombinieren. Oder mit Kampogo. Auch mit Kai könnten wir es kombinieren. Das wären auf jeden Fall bessere Werte, abgesehen von LP, als hier das, was er momentan hat. Vor allem wäre die Weisheit auch wesentlich höher. Nur Schwemmen wäre dann eigentlich komplett fehl am Platz. Ihn hatte ich mir auch markiert. Weil ich mit ihm aus Dalima einen Dunkelschleimkönig machen kann. Was wesentlich besser wäre. In allen Punkten. Das Problem ist halt nur, dass die, die ich dann jetzt synthetisiere, dann vorher erstmal nicht an Kämpfen teilnehmen können, ne? So, die drei Fähigkeiten sind verliehen. Brauchen ja auch mal eine Team-Aufbesserung, ne? Ich taufe dich da, Con. So, als nächstes den Gaffer. Weil er generell gut mit den Werten ist. Würde ich sagen, machen wir den Pelzprimaten zu einem von den beiden hier. Ich wäre für am ehesten für den Macho. Wir haben ja zwei von denen bekommen. Zeitshow. So, und die Felsenbombe. Ich würde sagen, mit Kampogo tatsächlich. Obwohl, hier ist auf jeden Fall eine Aufwertung. Ne, wir nehmen bei ihm. Ich nehme den Pengfin trotzdem mit wegen den kleinen Fähigkeiten. Die Felsenbombe muss ich auf jeden Fall nochmal holen. Marfis. Da haben wir jetzt ein paar Leute, die erstmal hinten gammeln müssen. Wäre einer von denen zufällig gut mit ihm? Nee. Schade, hätte ja sein können. Ach, im Übrigen, ich habe mir diesen Schleckerstock angesehen. Der ist nämlich auch ein Zubehör-Item. Und der gibt echt interessante Fähigkeiten. Nämlich einmal Körnchenerfahrung. Er erhöht die Erfahrungspunkte, erhöht die Goldmünzen und erhöht sogar die Wahrscheinlichkeit, dass dass Items fallen gelassen werden. Der Schleckerstock ist richtig gut. So, die Begabungspunkte müssen wir jetzt erstmal nochmal verteilen.
So, wir brauchen den Stärker auf jeden Fall. Da hätte ich gerne auch voll. Wegen Boing. Ansonsten investiere ich mal hier. Wir darf noch voll sein. So, der Rest vom Trupp, der gammelt jetzt erstmal hinten. Ich würde dann sagen, auch für den neuen Kreis, den wir bekommen haben letztes Mal. Somehow familiar. Here to join our flock. Welcome to the affinity of the Trinity. That is the unholy Trinity you see before you. The divine power we venerate. The unholy Trinity. Indeed, the exalted trio known as Ismar, Dumar, and Venjar. Though in the outside world, the rumors speak only of Esdark, Lord of the Underworld. Ring any bells? In the distant past, in their great benevolence, the unholy Trinity set the world upon the path of destruction. But that deplorable Zenith dragon wrested the souls from the bodies of our lords, separating and sealing them away. We searched far and wide, high and low, and as the moons passed, we were as lost as they. Until we discovered their noble spirits in this very place. And now our mission is clear. Restore life to their souls, awakening the unholy Trinity and purging the world of all that is impure. Now I must ask, will you stand with the Affinity and work to awaken the Trinity definitively? Ah, I sensed in you a great nobility. Visit our community to begin your journey. So that's Esdark, Lord of the Underworld. You intend to subjugate the Lord of the Underworld and have him do your bidding, do you not? Please, don't do anything rash. Ich tue nur unüberlegte Sachen. Na, guck mal, hier gibt's nur einen wieder mal, den wir neu holen können. Das hier werden wir wahrscheinlich recht schnell fertig kriegen. Guck mal, da steht er auch direkt. Ich will gerade sagen, hoffen wir mal, dass Darkon überlebt, ne? So, Schnarch. Aua. Dann probieren wir mal, den Toga anzuwerben. Ja, dass der letzte im Bunde nichts ausrichtet, war klar. You're one of us now. Toga.
macht einen Stürmer. Tore schießen beim Fußball. Die Fähigkeiten gefallen mir auf jeden Fall. Vor allem Gigahieb und Gigaschlitzer. Das ist eigentlich richtig mächtig. Ich guck mal, dass ich auf dem Weg ein paar Kämpfe mitnehme. So, gerade haben unsere Leute ein paar Level gemacht. Ich denke mal, wir werden gegen den Drachen kämpfen. Da, wo der Drache kämpft, das ist übrigens tatsächlich die Endversion von Saro. Die Version, die man im Dragon Quest 4 bekämpft. So sieht er da auch tatsächlich aus. Nur so orange-braun-mäßig. Give yourselves a warm welcome, everyone! All together now! Felicity to the Affinity! Felicity to the Affinity! Let's do it right tonight! Sound team, cue the music! It's time for festivity! Trinity, Trinity, we've got an Affinity! Find our divinity and we're in the vicinity! Trinity, Trinity, we've got an affinity. Measure our faith, it's bigger than infinity. Pesky dragon, you'll get what's coming to you today. That's it, my brethren, that's it. Blast you! You stubborn old lizard! Welcome to the Affinity of the Trinity, Your Eminence. I present to you the new initiates. Ah, that's what I like to see! The felicity of the Trinity be upon you, my new friends! I'm Dwight, the Archimandrite. Felicity? Archimandrite? I'm a little lost. Worry not, my dear. We're just warming up for a little ritual to revive our masters. It will reverse the flow of life energy back into their souls. We are very close indeed. To resurrecting Duma of the Unholy Trinity! All that stands in our way is that trifling lizard! He continues to interfere in our ritual! And though it pains me to say, we lack the manpower to defeat him. Well, back to it, I suppose. One more time! This next crack, it'll be right as rain! So, if the dragon's defeated, the Lord of the Underworld might just be revived. Do the right thing, please. No, Posi, das werden wir nicht. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Was kann ich denn hier Schönes kaufen? Schwächungssalz hätte ich eigentlich sehr gern ein paar Mal. Hier kann ich auch die herzhaften Haxen holen. Aber ich investiere mal wirklich ins Schwächungssalz. Der
Da sind auch noch mal ein paar Vasen. Ich lasse mich gerade übrigens aus dem Bild, weil wir werden jetzt gleich sowieso gegen den Drachen kämpfen. Und damit wahrscheinlich das Ende der Welt auslösen. Ich denke mal nicht, dass irgendwer von euch mit mir Synthese treiben will, also gehe ich einfach mal direkt weiter. Hose, ich bin nicht dazu da, das Richtige zu tun. So, ich gönne mir Kiste. Wir tun dann jetzt mal das Falsche, ne? Und befreien den Herrn der Unterwelt. Du kommst mir auch bekannt vor. I knew you would come, Manslayer. I am White World the Watcher, and it is my duty to prevent the Lord of the Underworld's revival. You have caused my master, the Zenith Dragon, much anguish. Do you still intend to revive the Lord of the Underworld? And have him do your bidding, no matter the cost. Then we are destined to clash. Oh, prideful sinner, face the judgment of the light. Was wir hier tun, ist nicht gut. So, Pingium direkt auf ihn. Natürlich greift jetzt ihn zuerst an, den der sich kaum wehren kann. Die sind alle schwach gegen Schwemm tatsächlich. So, ich versuche auch noch Schussel auf die ganze Truppe. Und es hat beim Wichtigsten funktioniert. Aua. So, erstmal gucken, dass er MP hat. Das ist nicht gut. Aua, Weißwirbel hat mich umgenietet. Also bis dahin habe ich euch wahrscheinlich erspart. Ich wechsle mal die Kameraden aus, die definitiv momentan noch so schwach sind. Und Offscreen auf jeden Fall noch trainiere nochmal. Bis zum nächsten Mal. Und dann würde ich kurz nochmal versuchen, den zu bekämpfen. So, ich bin jetzt wieder hier. Ich habe mir jetzt hier, weil der ja gegen Wasser schwach ist, noch jemanden mitgenommen, der auch so Wasserattacken nutzen kann. Und mal Darkon auf dem Weg, so gut es geht, hochtrainiert. Ich denke, besser wird es nicht. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann muss ich wirklich erstmal grinden gehen. Okay, selbst Schütt macht ordentlich Schaden. Und ein Quetsch wird jetzt richtig reinhauen. So, Schwall provisorisch. Okay, die beiden Nebenviecher sind wir los. Aber die sind ja nicht das Problem. Ja, toll. Weißen Elixier verschwendet, weil ich kann nicht wiederbeleben. Also, ich kann doch wiederbeleben mit Kamporo. Ich hoffe einfach nur... Genau, dass er nach schon vorher angreift.
damit ich meine Truppe erstmal heilen kann. Das kann ich mal eine Runde abwehren. Ja, allein schon um ihn am Leben zu halten. Komm, raste richtig aus. Die Runde gehe ich komplett auf Heilung. Versuch mal seine Angriffskraft so ein bisschen zu senken. Der macht viel zu viel Schaden, der Junge. Vor allem sein Atem. Kai braucht seine MP, er muss Schwemm durchgehend einsetzen können. Weil Schwemm ist das Einzige, was dem richtig Schaden macht. So, ein bisschen weißen Elixier. Kai müsste mal in Raserei verfallen. Muss Kai zum Angreifen halten. Es ist tot. Aber ich muss so dringend grinden gehen. Es leben halt nur noch 3 Leute. The very notion of controlling it is ridiculous. Oh, Zenith Dragon, my lord, forgive me, your powerless servant. So does this really mean the Lord of the Underworld's revival is all but assured? Perhaps we should head back down below. Das war ein arschknapper Kampf. Wenn ich jetzt gegen ihn auch noch kämpfen muss, dann sehe ich schwarz. Ich musste so hart grinden gehen. Zumindest die ich neu jetzt im Team habe. Das war so arg knapp. Selbst mit meinem Ultra-Team war das gerade echt schwer. Nebenbei den Albritter, den tausche ich definitiv aus. Welcome back, Old Slayer and Savior. We saw the whole affair from here. You were simply radiant as you slew that dragon. And now the soul of Duma of the Unholy Trinity is revived. His body, though sealed away, will soon awaken. You are now an honorary member of our church. Would you like to lead us in singing our anthem? Huh? Terrible news!
friends have discovered the body of His Unholiness, Duma! What? But he will still be weak. It takes time for power to return to his corporeal form. Where did this happen? Right above us here in the cradle of corruption. He's been dug up by humans working in Mammon Mine. All right, positions, everyone. The world's end is nigh. Let's get through this right on the double. Trinity, Trinity, we've got an affinity. Find our divinity and we're in the vicinity. Let's head back to Rose Hill, shall we? Ja, hallo Leute, hier ist gerade der Shining, der das hier gerade am Schneiden ist. Der Part hat hier jetzt einen kleinen Cliffhanger, beziehungsweise hier endet der Part heute. Aus dem einfachen Grund, der Part ist zu diesem Zeitpunkt schon recht lang und ich wusste nicht, dass danach noch eine Sequenz kommt. Und die Sequenz, die danach kam, die ging echt lange. Und da ich hier keine Ein-Stunden-Part haben will, habe ich diese Aufnahme jetzt in zwei Teile geteilt. Dass ihr da Bescheid wisst. Also es geht an genau derselben Stelle weiter, beziehungsweise ihr werdet ungefähr an derselben Stelle beim nächsten Part ein Intro haben, wie jetzt hier gerade. Ich habe jetzt hier übrigens gerade einfach nur Stammbild vom Turm genommen, hier im Hintergrund. Ich sage an der Stelle einfach mal, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns genau an dieser Stelle beim nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich einfach mal ciao und bis dann.